da ist wieder Amber. Ich hätte jetzt gedacht, das ist Copper, aber gut. Iron, noch mehr Iron. Warum ist denn hier überall Iron? Hallo? Sulfur Tin. Tin ist blau? Na, von mir aus. Ein einziges. Na, das ist ja großzügig. Donnerwetter. Pick Iron. Aus Pick Iron bekommt man, glaube ich, Steel, nicht wahr? Und da? Uran. Ja, ich dachte, das ist nochmal Emerald. Aber leider nicht. Okay, wir suchen also nach einem bläulichen Ohr. Das hier? Nee, Mithril. Das hier. Tin. Jawohl. Warum ist denn das so selten? Guck mal, selbst von Kobalt und Ardate habe ich mehr gefunden. Warum finde ich denn von Tin so wenig? Das ist Iron, das ist zu Silber. Das könnte Tin sein. Jawohl. War ein bisschen mehr hier. Gut. Da haben wir jetzt 8. Da bekommen wir 32 Ingots raus. Das sollte genügen. Gut. Dann können wir jetzt wieder zurückgehen. Man ist super. Ich bin ziemlich komfortabel, wollte ich sagen. Nee, portabel. Ich bin portabel. Ich bin komfortabel. Ich bin nur kein Sessel. LED. Okay, ich dachte jetzt schon direkt vor dem Portal des Tin. Aber nein, es ist nur LED. Ansonsten hätte ich jetzt wieder einen leichten Wahnsinnsanfall bekommen. Nein, so schlimm ist es nicht. Aber es ist schon ziemlich schlimm. So. Okay. Der Todespunkt da ist echt geil. So, rübergeflogen, reingegangen. Das funktioniert alles ganz gut. Dann wollen wir mal unser Tin in die Enrichment Chamber gehen. Geht das überhaupt? Der kann mit Tin Ores nicht umgehen. Mit Nether Ores. Die Enrichment Chamber kann mit Nether Ores nicht umgehen. Das ist ein ganz großer Flaw im System. Also ein Fehler im System. Etwas, was übersehen wurde. Das ist ein großes Kompatibilitätsproblem. Das gefällt mir jetzt gar nicht. Aber gut, wir bekommen die 4 Pulverized Tin aus dem Pulverizer und können das dann in unsere Basic Smelting Factory geben. Also im Endeffekt, ja, es ist halt keine Vollautomatisierung, aber Vollautomatisierung, was ist das denn hier? None? Ich weiß nicht, was das hier ist. Was ist denn das hier unten? Egal. Ist es nicht so wichtig? Könnt ihr mir trotzdem jemand in die Kommentare schreiben, wenn es jemand weiß, ich bin da gerade überfragt, was das ist. So, wir wollten doch eigentlich nur, genau, wir wollten den scheiß Machine Frame bauen, haben wir jetzt ein Tin Gear, jetzt haben wir ein Machine Frame und wir haben tatsächlich die Emeralds. Okay, mir fehlt aber noch ein bisschen Dye. Mist, ich weiß, dass ich das rote Dye weggeschmissen habe, aber wir haben noch ein bisschen. Okay, Schwein gehabt. Nee, ich glaube, ich hatte eine rote Blume weggeschmissen, aber nicht das rote Dye. Mann, manchmal rastet meine Maus ein bisschen aus hier. Ist schade. Funktioniert nicht immer, was ich machen will. Achso, wir haben die Emeralds noch nicht verarbeitet. Okay, Nether Emerald Ore rein in den Pulverizer. Und da bekommen wir 5 raus. Großartig. Fantastisch. Dann müssen wir gar keinen weiteren Exkurs in die Extreme Hills machen. Da haben wir einen Chronotyper. Gut. Wir gehen mal lieber nochmal schlafen zur Sicherheit. Komisch, jedes Mal drehe ich mich in eine andere Richtung. Mal gucken, in welche Richtung ich aufwache. Wieder stehend vor Glenvan. Ich wache auf und stehe vor Glenvan. Das ist immer merkwürdig. So, Chronotyper. Ich weiß nicht, ob das die richtige Richtung ist. Der soll die erwachsene Kühe von hier dahin holen. Genau. Nicht andersrum. Moving Babies. Moving Adults. Moving Babies. Der soll die Babys bewegen. Von da nach da. Genau. Und dann werden sie geschlachtet. wir werden mal da ganz entspannt. Warum kommt denn... Wie ist denn das passiert? Ah! Wie konnte denn das geschehen? Also der hat immer noch nicht ein einziges Mal auch nur irgendwas gemacht. Wir bauen ihn jetzt ab. So, gib den her. Und das auch. Verdammter Mist. So. Okay, wir werden diesen Grinder benutzen, um die Kühe zu töten, die da sind. Ja, wir werden Babys töten. Okay, das haben wir jetzt auch geklärt. Hier müssen wir definitiv nochmal Cobblestone Wall hinmachen, weil ansonsten können die Tiere hier drauf springen und entkommen. Das wollen wir nicht. Deshalb müssen wir das doppelt machen. So. Und dann auch noch so weiter, weil sie auf den Rand springen können. Man kann nämlich hier rauf springen. Und dann hier über den Zaun drüber. Das machen die?
Das machen die. Glaubt mir mal. Also wir müssen hier definitiv ein Doppeltes machen, damit die da nicht entkommen. Und, ah! Verdammter Mist, ich hab... Wer ist das denn? Ex-Comp-Wiz. Ich bin der Meinung, hat der nicht, wie heißt es, Computercraft gemacht? Ich bin fast der Meinung, der hat Computercraft gemacht. Das gibt's doch gar nicht. Ich könnte mich jetzt natürlich auch irren. Tierisch und höllisch und wahnsinnig. Vielleicht ist es voll der größte Feind des Machers von Computercraft, aber ich weiß es nicht. Das war jetzt einfach mein bester Guess, mein bester Rater, dass das der sein könnte. So, und da machen wir auch noch so. Okay, wir sehen jetzt eventuell schon, warum ich hier schon Ender Conduits benutzen muss. Ender IO Item Conduits. Item Conduits und Energy Conduits muss ich hier benutzen. Ansonsten funktioniert es hier nicht vernünftig. Weil ansonsten haben die Tiere wieder etwas, wo sie rausspringen können. Und das wollen wir ja nicht. Okay. Gut. Aber das hier, das in der Mitte, das können wir tatsächlich weglassen. Nee, können wir nicht, weil dann könnten die Kühe rüberspringen und die Seiten wechseln. Das sollen sie auch nicht tun. Mann, das ist alles nicht so einfach. Aber es müsste eigentlich funktionieren. Was wir jetzt brauchen, ist ein Golden Lasso. Oder am besten mehrere. Golden Lasso, denn wir müssen die Tiere einfangen. Oh nein, Eye of Ender. Okay. Dann bauen wir ein Safari-Net. Reusable. Auch Ender Pearl. Och, komm schon. Single Use braucht nun Slime. Ball of Glue, Slime Ball. Okay, aber ein Slime Ball. Ich kann kein Dings benutzen. Jetzt sag es doch schon. Ich kann kein Rubber benutzen. So, also ich brauche Leder. Wir tun jetzt mal das weg und das und das. Und das, die Carrot Seeds brauchen wir auch nicht mehr. Und das kommt erst einmal weg. Nee, das will ich behalten. Das behalten wir mal. Gib mir mal das. Und dann tun wir das hier weg. So, okay. Jetzt haben wir wieder ein bisschen Platz. Safari-Net, wir brauchen Leder. Und String hatte ich irgendwo noch. Da müssten vom Silky Jewel ein paar übrig geblieben sein. Eigentlich brauche ich nur zwei. Also ich brauche nur zwei Safari-Net und den Rest kann ich mir ja züchten. Okay, wo sind... Da waren sie doch eben. 22. Da sind die, dann brauche ich Slime oder Glue oder sonst was. Und das kann ich mir auf der Slime Island herstellen. So, nicht wahr? Nee, ich glaube so. Genau. Okay, jetzt gehen wir auf die Slime Island. Ich habe mir nämlich eine markiert. Ich wusste nicht, wofür ich sie brauchen werde, aber ich wusste, irgendwann eines Tages werde ich sie brauchen. Und da hinten ist sie 200 Meter entfernt. Gut, das ist nicht mal weit. Das ist sehr gut, dass ich mir das markiert habe. Denn wie wir jetzt bemerken, brauchen wir die für Slime. Okay. So, hoch, 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 hoch. Gut, so hoch ist sie gar nicht. Ich denke immer, die sind höher. Aber so schlimm ist es nicht. Hier liegt Schnee? Auf der Slime Island liegt Schnee. So, Congealed Purple Slime. Wenn wir das jetzt abbauen, können wir damit... Oh. Oh, wunderbar. Was können wir denn damit machen? Gar nichts, wie es scheint. Gut, dann lassen wir das gleich hier. Ja, auf diesen Blöcken springt man ganz wunderbar. Das ist schön, dass da eben ein Slime gestorben ist, aber hier war doch eben noch eins, oder? Ich höre es doch sogar. Oh! Hat mich angegriffen, die Mistsau. Stopp! Wie, hat kein Slime gedroppt? Ach, komm schon! Was denn das? Na schön, wir können aber auch... Oh, warum wächst denn hier ein normaler Baum? Also irgendwas stimmt mit dieser komischen Slime Island nicht. Hier wächst ein normaler Baum und es liegt Schnee. So, aber daraus bekomme ich normale Slime Balls. Okay, wunderbar. Ganz großartig. Wir lassen den Rest mal hier. Vielleicht brauchen wir später mal einen richtigen Sapling von diesem Baum und dann können wir ihn mitnehmen. Aber im Moment will ich das nicht. Okay. Wir fliegen jetzt hier schön zurück und werden jetzt noch diese zwei Safari-Net Single-Use bauen, weil ich keine Ender-Pearls habe.
Wie kommt man denn im normalen Minecraft schnell an Enderpearls? Wenn es kein Ohr gibt, was man abbauen kann dafür. Wie kommt man an Enderpearls? So, 2 Single-User-Farinets. Das heißt, die gehen kaputt, nachdem ich sie benutze. Und jetzt fangen wir uns 2 Kühe ein. So. Kühe. Okay, ich muss nur rumfahren und welche finden. Da sind Schafe ohne Ende und Pferde. Da ist ein Schwein. Nein, ich brauche Kühe. Ganz spezifisch Kühe. Es geht nur mit Kühen. Ich weiß nicht, warum es nur mit Kühen geht. Es geht aber nur mit Kühen. Ich glaube, ich habe mir die beste Methode rausgesucht, um das zu tun, was ich vorhabe. Ich weiß, ich habe es noch nie gesagt und das ärgert vielleicht manche Leute. Aber wer ganz aufmerksam ist, weiß es schon. Aber auch nur jemand, der sich mit den Mods gut auskennt. Und ich glaube, dieser Teil der Mod, die ich machen werde, kennen recht viele Leute nicht. Das ist, glaube ich, eine Sache, die nicht so oft gemacht wird. Habe ich zumindest das Gefühl, weil ich wusste davon auch nichts. Ich habe das nur zufällig gesehen. Und ich weiß gar nicht mehr, in welchem Zufall. In irgendeinem Zufall habe ich das gesehen. Verdammt, ich brauche Kühe. Es kann doch nicht sein, dass hier mehr Elefanten leben als Kühe. Oder doch? Oder wie? Da ist noch ein Elefant. Da ist eine Kuh. Gut, sehr schön. Und sie ist in dem Baum. Das heißt, sie kann mir nicht mehr entkommen. Komm her. Okay. Komm her, habe ich gesagt. Und du auch. So. Kau, kau. Gut. So, wir fliegen jetzt zurück nach Hause. Da entlang. Und werden die beiden Kühe in dieses Ding stopfen. Und dann werden wir die züchten. Mehrere Male. Damit ich nicht mehr Kühe fangen muss. Wir werden von mir aus 10 Kühe oder so machen, damit ich erstmal eine Grundversorgung habe. Oder ich glaube, so viel brauche ich gar nicht. Ich bin fast der Meinung, so viel benötigen wir nicht. Wir werden sehen, und wenn 2 reichen, dann bleibt es bei 2. Ansonsten werde ich das irgendwann vergrößern. So, die kommen jetzt einmal hier rein und da rein. So, 2 Kühe. Wunderbar, jetzt holen wir uns etwas Wheat. Oder funktioniert auch Barley? Ich glaube, ich habe gar kein Wheat. Wahrscheinlich nicht. Gut, wir haben unsere Hoe. Und wir haben Seeds. Und da haben wir Bone Meal. Also werden wir mal eben ein bisschen Wheat für die anpflanzen. Damit die es treiben können. So. Bam, bam, bam. Sehr schön. Wunderbar. Oh, das können wir so abbauen. Okay, sehr gut. Das ist ja immer schön, wenn man das kann. Ist keine Selbstverständlichkeit. Wie gesagt, bei den anderen, bei den Karotten ging das ja auch nicht. Weil so braucht man tatsächlich nur mit Bone Meal davor stehen und das nur ein einziges Mal zu machen. Und dann läuft das schon. Vielleicht brauche ich auch gar keine Farm. Also für das Wheat jetzt, um die zu füttern. Vielleicht geht es auch so. Obwohl, ich habe 21, das ist jetzt nicht so viel. Glückwunsch, dass ihr gekackt habt. So, okay, auf jeden Fall wollen die das haben. Breeder bekommt jetzt hier Wheat rein. So. Und der braucht jetzt Strom. Ja. Der braucht Strom. Wenn die auf dem Block drauf sind, können sie auch nichts machen. Das heißt, ich könnte hier auch mit den anderen Kabel lang gehen. Und das werde ich jetzt auch erstmal tun. Wir werden jetzt die Energy Conduits noch nicht machen, weil ich nicht die richtigen Materialien dafür habe, nämlich Enderpearls. Deshalb lösen wir das jetzt erstmal anders, was wir brauchen. Nämlich damit und damit. Ich brauche aber mehr RV Wire Coil. Okay. Ist nur Stick und Copper. Da ist ein Stick. Und Copper müsste hier irgendwo rumliegen. Wunderbar. So, und damit sollten wir eigentlich weit genug kommen. Also, weit genug meine ich jetzt von dem Loch in der Wand bis hin zur Farm. Hoffen wir mal. Oder? Ich weiß nicht, wahrscheinlich nicht. Wir werden sehen. Ja, ich muss das ausleuchten. Oh. So, kurz mit dem Jetpack ausrasten. Wir müssen das ausleuchten, damit da nichts spawnt. Wir wollen ja nicht, dass irgendwelche Monster spawnen und unsere Kühe töten. So, weil die sind jetzt schon ziemlich wertvoll. Okay, wunderbar. Ausgeleuchtet. Und da. Und da. Gut. Okay. Jetzt brauchen wir Strom. Ne, wir brauchen definitiv mehr LV Wire Connector. Definitiv mehr. Das heißt, wir müssen schon wieder Clay schmelzen, aber wir haben doch noch Clay. Ich habe die vorhin von ein paar Episoden hatte ich noch Clay. Achso, habe ich für Conduit Binder benutzt. Alles? Nein, nicht alles. Sehr schön.
Plopp. Na schön, machen wir so. Nein, wir machen das so. Wir müssen aber noch einen. So. 6 brauchen wir. Brauchen wir wirklich 6? Nee, wir brauchen 4. Das heißt, wir können nochmal einen machen, von dem wir überhaupt nichts haben. Okay, wunderbar. Stopfen wir einfach alle rein. Dann haben wir erstmal ein bisschen was. Dann bleibt was übrig. Ist nicht schlimm, weil wir haben sowieso viel Conduit Binder. Dementsprechend brauchen wir das Clay demnächst nicht für mehr Conduit Binder, sondern höchstens für LV-Wire Connector. Und dafür benutzen wir es ja jetzt auch. Gut. Dann bauen wir jetzt noch mehr LV-Wire-Konnektoren. So. Und da haben wir nochmal 8 LV-Wire-Konnektoren. Gut. Jetzt gehen wir erstmal schlafen, machen erstmal das Grid aus. Mann, Voltri. Ach, gibt's doch nicht. Er muss mich immer festhalten, immer wenn ich da irgendwie um die Ecke gehe. Voltri mag es nicht geschnitten zu werden. Eine Ecke mag es ja auch nicht geschnitten zu werden. So. Jetzt wollen wir mal hier den Breeder, den Chronotyper. Und den Grinder kann ich noch nicht machen. Den Chronotyper will ich aber noch nicht machen. So. Den Breeder will ich erstmal verbinden. Und den können wir erstmal verbinden damit, nicht wahr? Da und da. Connection is obstructed. Okay. Dann müssen wir das so machen. Plop und plop. Also es geht nicht durch Wände. Das ist ein bisschen traurig, aber wahrscheinlich auch realistisch. So, dann gehen wir von mir aus hier hin. So, das wird jetzt hier ein bisschen gefährlich für die Umwelt. Aber man kann jetzt tatsächlich nicht verletzt werden davon, wenn man da durchläuft. Also ist dementsprechend eigentlich egal, wie es aussieht. Es ist jetzt nur für den Erbauer selbst wichtig, wie es aussieht. So, und da können wir jetzt direkt abzapfen von der Quelle. Wie intelligent das ist, weiß ich jetzt noch nicht. Aber wir werden einfach mal gucken. So, der Breeder bekommt jetzt Strom, der hat das Wheat und der müsste eigentlich gleich die Kühe füttern und die müssten es dann treiben. Ich will das einmal so manuell testen, um zu gucken, ob es funktioniert. Der hat seine Herzen schon längst wieder verloren, die treiben es jetzt nicht mehr. Der müsste sie schneller hintereinander füttern, so wird es nichts, glaube ich. Wir werden mal kurz hier stehen bleiben. Ja, jetzt hat er wieder eine gefüttert, also das bringt nichts. Davon habe ich überhaupt nichts. Wir werden die Maschinen umstellen. So, den bauen wir ab und den Breeder auch. Wir stellen den Chronotyper um. So, den Breeder stellen wir jetzt mal weiter in die Mitte. So. Und dann werden wir das so machen. So. Zack und zack. Okay, jetzt bekommt er wieder sein Wheat rein. So, und jetzt wollen wir nochmal gucken. Vielleicht hat er einfach die andere Kuh nicht erwischt, weil die zu weit weg steht. Weil die so am Rand steht. Vielleicht ist das das Problem gewesen. Jawohl! Gut! Sehr schön.